Aber im Augenblick stecken wir, glaube ich, eher in so einer Phase drin, mal sagen, der Torgau passt ins Bild. Diese Jugendwerkhöfe, Jugend und Werk, Jugend und Arbeit, Arbeit als Form der Wiedergutmachung, der Reinigung, das ist ja schön, entspricht ja einer Grundidee dieses Staatssozialismus mit seiner wirklich quasi religiösen Wertschätzung und Verehrung von Arbeit, möglichst von Handarbeit, von körperlicher Arbeit, was ja in der Tat nun auf starke Motive der christlichen Überlieferung zurückreicht. Also was löst uns von der Sünde? Die Arbeit, öffentliche Arbeiten als Museum der moralischen Reinigung, der wirklichen Genesung eines Menschen von all dem, was an Bösen und Verwerflichen in ihm steckt. Das passt natürlich zu dieser knallharten Lohnarbeitsgesellschaft, der Arbeitsgesellschaft, die DDR war, in der man ja eigentlich überhaupt nur durch Arbeit sein Leben begründen konnte. Schon deshalb, weil es kein Kapitalbesitz gab und keine Aktien und man keinen Grundbesitz hatte. Arbeit war irgendwie das Nadelöhr überhaupt, um sozusagen die Passagen zu nehmen, die einem dann ein Leben in der Gesellschaft ermöglichten. Das war dann natürlich gesteigert, wenn man in Konflikt mit der Gesellschaft geriet und dann wurde das zum großen Erziehungsmittel. Aber das stand hinter allem, über allem. Und insofern sind das schon, wie soll man sagen, paradigmatische Institutionen, solche Jugendwerke gewesen. Aufgrund ihrer Schließung und zweitens aufgrund dieser fulminanten und exorbitanten Arbeitserlösungsidee, an dem das ganze System ja dann letztlich zusammengebrochen ist. Weil es sich immer vorgemacht hat, als sei von diesem Stoff nie genug zu haben und als könnte jeder und müsste jeder arbeiten und als sei das das Schönste und Höchste im Leben. Das hat ja irgendwie den Alltag auch relativ unerträglich gemacht. Und die Leute haben sich dann ja andere Wege gesucht und ihr Auskommen gesucht und schon ihr Vergnügen gesucht und ihre Arbeit als Sport begriffen und mit dem System gerungen und die Definitionen. Aber das konnte man natürlich im Jugendwerk oft nicht. Da war, wie soll man sagen, DDR pur wahrscheinlich, was das angeht. Und insofern natürlich ist das ein Porträt der DDR, was auch Seiten unterschlägt, eben 70er Jahre, 80er Jahre. Wo diese Arbeitsreligion aus den Köpfen gerade der jüngeren Leute auch zunehmend verschwunden ist, die schon ihren Spaß haben wollten, ihren Joke haben wollten, die auch sich angelegt haben mit dem System und daraus den Reiz ihres Lebens bezogen haben, die Genossen vorzuführen, ja eigene Sachen zu machen. Aber da, wo der Staat noch zugreifen konnte, wo er Autorität besaß, ist er eigentlich von dieser Grundidee, mit der er auch geboren wurde, nie abgewichen. Der Mensch ist im Wesentlichen Arbeiter. Und wenn der Mensch als Mensch fehlt, dann hilft ihm nur der Arbeiter, wieder ein Mensch zu werden. Da muss er erziehen und drangsalieren und all das, was ja komischer, ironischer, ärgerlicherweise uns ja in unserer Gegenwart in der Bundesrepublik so entgegenschallt. Was ist der Mensch, wenn er nicht arbeitet? Nichts. Arbeit soll das Land regieren, Vorfahrt für Arbeit, Soziales, was Arbeit schafft. Da merkt man, wie sehr irgendwie Ost und West in diesem gemeinsamen protestantischen Erbe, in dieser Arbeitsreligion wirklich verkoppelt sind. Und man kann nur von Glück reden. Das heißt, ich weiß es gar nicht mal, ob nicht der einst vielleicht gar nicht so ferner Zeit Politiker unseres Landes auf die Idee kommen, schlicht und einfach wieder einen Arbeitsdienst einzuführen. Ich halte das gar nicht mehr für ausgeschlossen unterdessen. Leute, die da rausgefallen sind, was machen wir für sie? Zwangsarbeit, ein System der Zwangsbewirtschaftung von der Arbeit. Vielleicht steht uns das ja bevor. Dann darf man immer nach anderen Ländern reisen, aber eigentlich ist Arbeit wieder das Mittel zur moralischen Genesung. Das wäre eine interessante Brücke zum Jugendwerkhof, die wir uns alle nicht wünschen würden, dass sie massenhaft begehbar wird, aber ich würde es zumindest nicht mehr ausschließen. Ich glaube, der erste wirklich kritische Punkt, das hat Erich Löst ja mal in einem seiner Romane geschildert, es geht seinen sozialistischen Gang, ist irgendwie 65, wo beim Beatkonzert in Leipzig die Leute auseinandergetrieben werden. Und dann gibt es die Verfolgung und dann sieht man, die Jugend läuft aus dem Ruder, was in der Zeit ja kein Wunder ist. Irgendwie schließt das an das, was in den USA, Westeuropa, in der Bundesrepublik stattfand, was ja da so 64, 65 in Gang kommt, das schwappt natürlich kulturell über. Und mit einmal sehen die Leute natürlich auch ganz anders aus, hören andere Musik. Die Angebote, die in der Parteienstaaten da breitet, wirken total blass im Vergleich zu dem, was so international abgeht. Und dann schwenken sie darauf ein. Man kennt das, die Haare, die Jeans etc., die Rockmusik, die Beats. Und dann kracht es in der Tat. Und dann zeigt sich ja das Staatswesen auch schon, muss man schon sagen, sehr, sehr unversöhnlich. Die 70er Jahre sind ja auch eine Hin- und Her-Zeit, füllen ja Uneindeutigkeiten, dass dann Ulbricht abgetreten, Honecker kommt, der kommt mit demselben Versprechen wie Ulbricht in den frühen 60er Jahren und sagt, wenn es sozusagen nicht die wirklichen Essentials der Gesellschaft verletzt, dann soll es keine Tabus geben. Dann fangen ein paar Leute wieder an, Egon Günther im Film und Leute im Theater und dann erleben sie dasselbe 3 Jahre später wieder, spätestens bei Biermann.
Aber insgesamt antwortet der Staat dann eher punktuell, also nicht mehr so drakonisch. In den 60er Jahren muss man schon noch befürchten, ob Jugendliche oder Erwachsene, dass man schlicht und einfach verschwindet von der Bildfläche. Das gibt es in den 70ern auch noch, aber der Staat hat irgendwie auch sein Einschüchterungspotenzial ein bisschen eingebüßt, in den 80ern noch mehr. Also wenn man das wirklich bis zum Ende der DDR verfolgt dann, und das in den größeren Städten wie Leipzig und Dresden und Berlin betrachtet, dann läuft natürlich subkulturell genau dasselbe ab wie im Westen, oder in den Hinterhöfen, und da passieren die alternativen Ausstellungen. Und die Musik sieht nicht viel anders aus als die Punkmusik im Westen. Und die Leute lesen sich Literatur vor und geben Samstagzeitschriften heraus. Da wird hier und da noch mal einer rausgegriffen, und wie wir wissen, das ist ja alles ganz gut. Sascha Andersen und Co. ganz gut überwacht worden von der Stasi. Aber irgendwie haben die Leute auch die Angst verloren und treiben den Schabernack teilweise auch mit dem System. Davon kann in den 60er Jahren, glaube ich, wirklich keine Rede sein. Die Einschüchterung ist noch ziemlich heftig. Die Maßnahmen sind auch teilweise arg drakonisch. Und naja, die Jugend ist verloren, spätestens ab dieser Zeit, würde ich sagen. Spätestens ab Mitte der 60er Jahre kriegen die mit, da wächst nichts nach. So Mitte der 80er Jahre. Im Osten teilweise auch nicht nur mit heftigen Gewaltaktionen und Zusammenprallen. Da habe ich so klar nach dem Fußball dritte Halbzeit mit der Polizei, die ihre Schlachten geliefert haben und S-Bahn und Reichsbahnzüge zerfetzt haben und demoliert haben, sondern gibt es auch einen heftigen Hang nach rechts mit einmal. Was bis dahin kaum eine Rolle spielt, ein Teil der dem System nicht besonders wohlgesonnenen Jugendlichen. Und das ist der größte, schwenkt ab und versucht das Maximum an Provokation, was mit dieser sicher antifaschistisch gebärdenden Staatsführung überhaupt veranstalten konnte, und schleudert denen gewissermaßen Symbolen und Losungen von ganz rechts, so von früher aus dem Dritten Reich entgegen. Die wandern alle ab, also da schlägt der Staat wirklich erbarmungslos zu und sperrt die ein, soweit er ihre Haare verführt, und verknackt sie zu vielen Jahren. Auch etwas, was in den 60er Jahren noch niemand gewagt hätte überhaupt, das so herauszukitzeln, auch in den 70ern. Aber da sieht man irgendwie natürlich totalen Legitimationszerfall, die Erosion des Systems. Da driften die Leute eben wirklich zum Äußersten ab und sagen, hey, wir glauben nichts mehr. Ihr kommt daher mit eurer Legitimation, nichts stimmt daran, und jetzt sagen wir euch mal, dass Adolf Hitler eigentlich kein schlechter Mann war. Ich kenne das von meiner eigenen Schulzeit, so noch aus den 60er Jahren. Da war es schon ein Skandal, wenn man irgendwie mit Jeans kam. Oder die Haare waren dann irgendwie zu lang und gingen auf die Schultern. War vielleicht in den frühen 70ern auch noch so, und dann verlor sich sie irgendwie. Also als hätte irgendwie das Staatswesen seine Aufmerksamkeit abgezogen, sich strategisch zurückgezogen, die wirklichen Bastionen verteidigt und Spielwiesen eröffnet in der Gesellschaft. Und da tummeln sich die Leute auch. Es war in der Tat ja wirklich ein Freiheitsgewinn, wenn man nicht mehr beim Rockkonzert irgendwo im Hinterhof denken muss, jetzt kommen gleich die Bullen. Sondern man kann sich, also schon etwas, was irgendwie die Sache auch ein bisschen erträglicher gemacht hat für die jungen Leute. Also man stieß nicht, das konnte man immer noch, aber durchschnittsmäßig und normalerweise stießen die Leute nicht mehr unmittelbar an die politische Schwelle, nur weil ihr Kulturkonsum nicht dem entsprach, was vielleicht Honecker und Co. für Vorlieben hatten. Vielleicht ist Schläfer gar kein so schlechter Ausdruck. Nicht bloß für jüngere Leute oder nicht bloß für solche, die irgendwie mal wirklich in Kollusion mit dem System gerieten und dann weggesperrt wurden, sondern vielleicht trifft das sogar irgendwie eine Mehrheitshaltung. Also so lange nicht allzu sehr aufzufallen, sein Ding zu machen, wie man so schön sagte, wie das geht, und den Augenblick zu nutzen, wo das politische System die erste wirkliche Schwäche zeigt. Warten wir, verzehren wir unsere Kräfte nicht zu früh, gucken wir, wenn die Genossen in die Bredouille kommen, dann werden wir auch keinen Augenblick zögern, sie aufzumischen. Und das war halt durch Gorbatschow erst 1986, 1988, als gewissermaßen die Sanktionierung durch den Papst wegfiel, die alles an Hinterland eingebüßt hatten, mit dem Rücken zur Wand standen oder gewissermaßen nackt zum Volk, und allen war klar, wenn wir was gegen die versuchen, Panzer werden nicht rollen, wieder 51, 56, 68.